Der Schmerz und die Verfolgung, welche mir durch Insekten zugefügt werden, die im Geheimen arbeiten, um den Heiligen Stuhl zu stürzen, sind schlimm. Sonntag, 6. Mai 2012, 19.30 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, ich komme, um meine Anhänger zu bitten, mein Leiden zu erleichtern. Der Schmerz und die Verfolgung, welche mir durch Insekten zugefügt werden, die im Geheimen arbeiten, um den Heiligen Stuhl zu stürzen, sind schlimm, wie sie mich deshalb verletzen. Der Betrug und die Grausamkeit ihrer Verschwörung gegen mich sind schwer zu ertragen. Ich zittere, wenn ich den absoluten Hass sehe, den sie auf mich in ihrem Herzen haben. Satan hat ihre Seele, ihren Verstand, ihren Geist und ihren Körper gestohlen. Sie sind zwar noch Gottes Kinder, aber sie wollen mit meinem Vater nichts zu tun haben. Ihre Pläne vollziehen sich jetzt vor euren Augen, einschließlich vor den Augen meiner gottgeweihten Diener, doch sie können das nicht sehen. Die boshafte Art und Weise, auf die sie sich verbergen und es doch schaffen, meine Kirche zu kontrollieren, bricht mein Herz. Ich werde alles tun, um sie zu veranlassen aufzuhören, aber ihre Seelen sind so schwarz. Dein Leiden, meine Tochter, wird verwendet, um zu helfen, die Seelen jener zu retten, die vielleicht noch einen Funken Liebe in sich haben und die auf meinen Ruf antworten werden. Ich bitte euch dringend, für jene Seelen zu beten, die als eine geweihte Armee mit wenig Liebe in ihren Herzen für Gott arbeiten. Da ist noch ein Licht in ihren Seelen vorhanden, das göttliche Licht meines Vaters. Nur Gebet und Leiden können ihnen noch helfen. Sie werden und können meine Kirche nicht überwältigen. Denn ich bin die Kirche. Ihr, meine Anhänger, seid die Kirche. Sie können nicht gegen diejenigen angehen, die sich im Licht befinden, denn das würde sie blenden. Rechtzeitig werden sie begreifen, dass sie nur Sekunden haben, um die endgültige Entscheidung zu treffen. Bittet, dass sie die Hand meiner Barmherzigkeit annehmen werden, statt zuzulassen, dass sie für die Ewigkeit in den See des Feuers gesaugt werden. Wegen dieser Seelen, die meine Kirche beschmutzen, erlebe ich jede Sekunde des Tages noch einmal die Geißelung an der Säule. Ich werde niemals ruhen, solange ich sie nicht retten kann. Helft mir. Ich bitte alle meine Anhänger dringend, für solche Sünder zu beten. Euer geliebter Jesus.